gehen ihrem täglichen Geschäft nach, ungeachtet der Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern. All jenen Gefahren, denen sich Helden in Uniform entgegenstellen. Gäbe es nicht die mutigen Frauen und Männer des Los Angeles Police Department, so würde die Stadt im Chaos versinken. Doch wie dem auch sei, unsere heutige Geschichte handelt nicht von jenen Helden. Es ist die Geschichte der beiden Detectives, Stevens und McQuaid, den zwei nicht gerade hellsten Leuchten des Dezernats, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, sie nehmen sich nur ihren wohlverdienten Urlaub mit.
Probleme, Sir. Grüße. Ich habe alles unter Kontrolle. Als ob, ja, wenn man gut durch bin. Schon zur Stelle, Sergeant. Ich bin auf alles vorbereitet. Entschuldigen Sie, Officer. Lassen Sie uns Ihnen helfen. Sehen Sie? Da haben wir auch schon das Problem. Sie haben sich einfach nur etwas zu viel vorgenommen. Ja! Wir nehmen Ihnen gerne etwas ab. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Ach, doch nicht dafür. Hey, wartet mal einen Moment. Ich glaube, ihr habt mich gerade versehentlich an das Geländer gefesselt. Oh, da oben, da oben. So wie es aussieht, werden Sie uns helfen müssen, die Schlüssel für Queen Bees Zelle zu finden. Ja, Mark, hilf mir! Hallo? 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 Ist da jemand? Kann mir jemand helfen? Ich habe eine Idee. Ist ja gut, es war meine Schuld. Ihr bleibt hier. Ich suche mir einen Aussichtspunkt, um die Lage besser einschätzen zu können. Ihr beiden solltet euch auch in Stellung begeben. Sam Riss, ich muss dich loben. Das war wirklich ein guter Plan. Du wirst reich belohnt werden. Jetzt lass uns die Kohle in unser Geheimversteck bringen. Ja, meine Königin. Für dich mache ich alles. Keine Überlegung! Das sieht ja ganz danach aus, als hätte da jemand den Beweismittelschrank ausgeräumt. Ich habe keine Zeit für diese Spielchen. Cyrus, deine Jungs sollen ihnen ordentlich einheizen. Ihr habt sie gehört, Jungs. Einer von euch muss Sergeant Mallory da rausholen. Okay, okay, ich gehe auch schnell. Das ist der Dynamit! Ja, das ist eine gute Idee! Hey, Alter! Du brennst! Ja, ich bin Feuer und Flamme! Nee. Nicht weit kommen. Alle Straßen in einem Umkreis von 2 Kilometern sind gesperrt. Lass uns trotzdem hinterher. Nur zur Sicherheit.
Bind mich endlich los, du Idiot! Ruf Verstärkung! Ruf die Nationalgarde! Ruf meine Mami! Gummi! Wo ist Queen Bee? McRae und Steven sind hinter ihr und Cyrus her. Was? Was machen die da? Ich hatte alles unter Kontrolle. Sie ist unberechenbar. Niemand kann ahnen, was sie als nächstes vorhat.